Loslassen, großes, wichtiges Thema. Absolut. Und ich kann euch sagen, es bleibt immer ein Thema. Es ist immer ein Thema. Und wenn wir einmal richtig verstanden haben, um was es dabei geht, was wir tun können, respektive warum wir loslassen sollen, und wenn das in unser Bewusstsein, in unseren Verstand bis in jede Zelle unseres Körpers gedrungen ist, dann ist es nicht mehr schwer, weil dann wissen wir, was es ist. Dann ist es eine Sache von einem Schnipp, von einem Schnipp, 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 das schon losgelassen werden kann. Du merkst, oh, loslassen und du schnippst. Wie kann das gehen? Es kann nur gehen, wenn alles bereit ist, in dir eine neue Wahrheit anzuerkennen. Jetzt schaue ich mal, ich sehe jetzt hier, bin ich auf Zoom. Hi, hi, jetzt sehe ich, dass ihr da seid. Guten Morgen. Ich weiß nicht, wo ich schauen soll, damit ich eure Kommentare sehe. I don't know. Immer auf zwei Sachen gucken. Nun denn. Hier kann ich euch sehen. Ja, genau. Jetzt sehe ich es, glaube ich. Also, loslassen. Das Thema von euch sehr freudig angenommen heute Morgen. Könnt ihr mir kurz hier in den Chat schreiben, was ihr denn gerne loslassen würdet? Was würdet ihr denn gerne loslassen? Wieso findet ihr Loslassen wichtig? Habt ihr kurzen Input für mich hier, warum ihr das so ein wichtiges Thema findet? Ja, das ist immer ein bisschen blöd. Es scheint so langsam zu sein, aber ich muss euch ja natürlich auch die Zeit geben, was reinzuschreiben, wenn ich euch eine Frage stelle. Genau. Ja, guten Morgen. Ihr seid noch beim guten Morgen sagen und ich warte schon auf eine Antwort zu der Frage, was ihr denn gerne loslassen möchtet. Einfach nur, dass wir hier mal auf the same page an den gleichen Ort kommen, zu wissen, um was es euch denn hier so geht. Was? Weil ich mich gefangen fühle. Nicht fühle, oder? Fühle manchmal. Genau, gefangen. Gefangen im eigenen Gefängnis. Die Illusion des Ichs. Meine Unfreiheiten, die ich erschaffe. Genau. Wir sind in unserer eigenen Vorstellungswelt gefangen, weil es gibt ja nichts anderes als unsere Vorstellungswelt. Und wir fühlen uns gefangen von den Bewertungen. Ja, genau. Von den Bewertungen. Und auch diese Bewertungen sind unsere Bewertungen. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir für uns wirklich annehmen, 100% annehmen, dass alles von uns heraus, aus uns entsteht, dass alles unseres ist. Ich möchte das Wort Verantwortung eigentlich gar nicht gerne in den Mund nehmen, weil das Wort Verantwortung ist bei uns im Sprachgebrauch immer mit dem Wort Schuld gekoppelt. Und das genau, die alten Überzeugungen. Und das ist eben auch eine Überzeugung. Schuld und Verantwortung sind nicht dasselbe. Diese ganze Schuldgeschichte darf einfach mal weggehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine alte Realität, die immer noch an mir zieht, genau, das ist eben das Hauptproblem. Und an dieser alten Realität, an diesen alten Überzeugungen und an diesen alten Bewertungen
nicht mehr festzuhalten. Darum geht es beim Loslassen. Es geht darum, tatsächlich sich nicht mehr manipulieren zu lassen. Und diese Sachen, denen wir die Erlaubnis gegeben haben, uns zu manipulieren, loszulassen. Und hier ist es nochmal ganz wichtig zu erkennen, hier geht es nicht um Schuld. Wenn wir in die Verantwortung gehen und unsere komplette Wahrheit anerkennen, dann ist es total schuldfrei. Ja? Die Vergangenheit ist nicht unsere Schuld. Bitte prägt euch das ein. Es gibt nichts auf dieser Welt, wofür du dich schuldig fühlen musst. Nichts. Selbst wenn du glaubst, du hättest irgendetwas Schlimmes verhindern können durch ein anderes Verhalten oder durch eine andere Kreation in dir, durch eine andere Vorstellung, ist es so wichtig, dass du anerkennst, dass es hier nicht um eine Schuldfrage geht, sondern um einen Neubeginn. Um einen Neubeginn an dem Moment, wo es dir klar wird, wer du wirklich bist. An diesem Moment geht es darum, dass du dir einen Neubeginn erlaubst. Es geht immer nur darum, dass du dir erlaubst, das zu sein, was du wirklich bist. Dass du, wie in so vielen Schriften, Teachings, dass du dir erlaubst, aus dem Traum der Hilflosigkeit, aus dem Traum des Gefängnisses zu erwachen. Ja, dass du in diese Klarheit reinkommst, in dieses Wissen über die Wahrheit deines eigenen Seins. Und zwar bis in jede letzte Zelle. Und ich habe hier extra noch für euch, dass ich euch das vielleicht noch besser zeigen kann am Bildschirm, mein Whiteboard gemacht. Ich denke, ihr seht es jetzt. Es ist wirklich so, du bist hier, du bist hier geboren, es ist ein Zeitstrahl und jetzt sind wir hier. Das ist ja unsere Illusion, unsere Existenz, oder? Die fängt mit unserer Geburt an. Das ist diese Zeit, die wir wahrnehmen können. Das ist das, worin wir denken, ja? Wir denken von jetzt und denken hier immer wieder zurück, wie es denn mal war, wie ich mich mal gefühlt habe in diesen Situationen. Fühlen. Ja, Situationen. Geschehnisse. Gedanken. Ja, all das, was von jetzt, von dem, was wir jetzt uns erinnern können, hier zurück, glauben wir ja tatsächlich, dass das ist, was ich bin. Ja, das ist mein Ich. Manchmal wird es auch so bös behandelt und sagt, ja, das ist dein Ego. So richtig hartnäckig, so wie du bist ein Egoist, ja, das kommt ja auch noch dazu. Und eigentlich ist es richtig, weil wir bestehen so mega, mega hartnäckig darauf, dass wir diese Person sind, dass wir diese Persona, diese Persönlichkeit sind, die aus dieser Familie herauskommt, die diese Eltern hat, die diesen Background hat, die dieses Umfeld hat, die dieses Ambiente hat. Und diese Vorstellung, es ist nur deine Vorstellung, es ist nur dein Bewusstsein, es ist eine Realität, die es in deinem Bewusstsein gibt, die einfach hochaktiv ist.
Aber da sind so viele andere parallele Realitäten, die du eigentlich in deiner Vergangenheit tatsächlich begehen könntest, die du aber total ausblendest. Die blendest du total aus. Es sind nur die mit der starken, schmerzenden, emotionalen Ladung, die du immer wieder in die Zukunft trägst, weil diese starke emotionale Ladung so heftig ist, dass sie dich so umgarnt und nicht loslassen will. Und jetzt geht es einfach darum, anzuerkennen, dass das, was du denkst, was du bist und wer du bist, die wahre Illusion ist. Die wahre Illusion, mit der du wählst. Du entscheidest dich täglich momentlich, jeden einzelnen Moment, ob du dich mit dieser Illusion hier, mit diesem Bild, mit dieser Geschichte, mit diesen Emotionen, mit diesen Gedanken identifizieren möchtest, respektive beschäftigen möchtest. In dem Moment, wo du aufhörst, dich mit dieser Story deiner Vergangenheit zu identifizieren, hörst du auf, dich mit dieser Story zu beschäftigen. Und nachdem du dich mit irgendetwas beschäftigen musst, weil dein Geist dich die ganze Zeit beschäftigen muss, brauchst du unbedingt ein neues Ich. Und auch das sagt der Dr. Joe Dispenza. Und jetzt stellt sich die Frage, die sich mir immer so krass gestellt hat, alles klar, was für ein Ich soll ich denn wählen? Und für mich war erst die Lösung da, als ich wusste, dass ich mein wahres Ich und mein göttliches Ich mein wahres Ich ist. Das ist das Ich, das uns alle verbindet. In diesem Ich sind wir alle eins. Und loslassen bedeutet, dass ich mir die Erlaubnis gebe, dieses alte Ich, aus dem ich eine alte Realität, eine alte Vorstellung, alte Bewertungen, alte Rückschlüsse, alte Interpretationen wirken haben lassen, zurücklasse und mir erlaube, neu geboren zu sein. Jetzt, und zwar als dieses göttliche Ich, als dieses Baby, als dieser Jesus, als Jesuskindlein, Weihnachten von mir aus. Lass doch jeden Tag Weihnachten sein. Geschenke gibt's, wenn du neu anfängst. Geschenke gibt's, wenn du dich freust, wenn du freudig bist, wenn du fröhlich bist, wenn du unbelastet bist, wenn du frei bist. Ja? Und das kannst du nur sein, wenn du deine alte Kacke, die sowieso nur eine Vorstellung war, die du übernommen hast, eine Vorstellung von anderen Personen, in denen du dich reflektiert hast, in deinem Umfeld, in deinen Eltern, in der Schule, im ganzen System, wo du dich diese Reflexion, dieses verschissene, Entschuldigung, vergleichen die ganze Zeit. Ja? Du vergleichst dich andauernd. Du suchst eine Reflexion, die dir klar macht, dass du falsch bist. Du suchst eine Reflexion, die dir klar macht, dass du nicht gut genug bist. Du reflektierst dich in deiner eigenen Vorstellung. Wenn du mich jetzt hier anschaust, wenn du mich beurteilst, wenn du denkst, wer ich bin, was ich mache, was ich mit dir mache, wie sich das gerade anfühlt, dann denkst du die ganze Zeit, ist die besser als ich? Kann die was besser als ich? Wo bin ich nicht so gut? Warum kann ich nicht da so ein Video machen? Warum macht die das? Warum mache ich das nicht? Folglich, ergo, die ist besser als ich. Bullshit. Zum Kotzen. Diese Automatismen, die wir da die ganze Zeit laufen haben lassen
Und die bringen dich auch noch dazu, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, weil du glaubst, dass du nicht gut genug bist, weil du besser werden musst und weil du zu mir ins Coaching gehen musst, weil du nicht gut genug bist und weil ich dir was beibringen kann, damit du endlich besser wirst. Und wenn du so ein Mindset hast, dann hast du keinen Platz bei mir, weil für mich geht es nicht darum, dir klarzumachen, dass du hier rechts bist und dass du mich brauchst. Oder vielleicht ist es aus deiner Sicht auch links, dass du mich brauchst, endlich hier gut genug zu sein. Nein, ich weiß, dass du in Wirklichkeit gut genug bist, dass du einfach hier oben Veränderungen, neue Denkweisen, neue Ansichten über dich, dein neues Ich hier gewinnen darfst. Weil ich weiß, dass du das ja hier schon bist und dass du dir einfach diesen Bullshit von dieser Geschichte immer wieder noch nach vorne trägst in deine Zukunft und dir jedes Mal in deine Zukunft diese alte Scheiße reinlegst, weil du 100.000 Gründe und Überlegungen und Wahrheiten, scheinbare Wahrheiten suchst, damit du diese Vergangenheit immer wieder nach vorne trägst und dir nicht erlaubst, neu anzufangen, nicht erlaubst, zu erkennen, wer du wirklich bist und dir nicht erlaubst, einfach zu sagen, stopp, jetzt reicht's mit der alten Geschichte, stopp, jetzt bin ich bereit, Neues zu lernen und jetzt bin ich bereit, mich nicht mehr als schlechter, als weniger gut zu spiegeln im Außen, sondern als das zu spiegeln, was mir gefällt, was ich sehen will, was ich denken will, was ich fühlen will über mich, über mein wahres Ich, über das, was ich wirklich bin und über das, was die anderen sind. Ja, das ist ja auch nochmal so ein krasses Teaching, wenn du das Teaching von Neville Goddard verinnerlicht hast. Everyone is you pushed out. Dann weißt du, was es bedeutet, dass jeder ein Spiegel für dich ist. Und zwar nicht so ein Spiegel, wie du denkst, dass er dir widerspiegelt, wie böse du bist, wie schlecht du bist, wie ungut du bist, sondern dass er dir nur widerspiegelt, was du über die andere Person denkst. Und auch das ist völlig wertfrei. Du kannst denken, was du willst, aber denk doch einfach mal das, was zu deinem Vorteil ist. Denk doch mal das, was du denken willst, was du für dich erschaffen willst. Und dazu musst du diese alten Denkstrukturen loslassen und nicht rumweinen und dich selbst bemitleiden über das, was mal war, was dich so verletzt hat, was so geschmerzt hat, sondern neugeboren sein, dir erlauben, neu anzufangen und immer wieder in diese neue Richtung, in dein neues wahres Ich reinzuwachsen. Weil in dieses alte Ich, was ich dir vorher aufgezeichnet habe, bist du ja auch reingewachsen. Nur musst du nicht stückchenweise deinen ganzen alten Scheiß transformieren, sondern du musst immer wieder eine Entscheidung treffen, wer du bist. Jeden Moment. Wer bin ich? Wie kreiere ich? Wie erschaffe ich meine Welt? Was will ich denn für Gedanken und für Überzeugungen in die Welt rausbringen? Was will ich, dass sich materialisiert? Was will ich, dass sich manifestiert für mich? Das ist der Punkt. Und das heißt loslassen. Einfach stehen lassen. Einfach korrigieren. Wenn wieder eine falsche Vorstellung kommt, schnipp, das ist es nicht. Schnipp, falsche Gedanke, falsche Überzeugung, du kannst das nicht. Schnipp, falsch, so ist es nicht. Dazu brauchst du natürlich eine Korrektur. Du musst wissen, wie es denn ist. Wenn du sagst, schnipp, so ist es nicht, dann musst du auch können sagen, weil
es so ist, ich mache dir ein Beispiel, du stehst vorm Spiegel und denkst, oh mein Gott, wie sehe ich heute müde aus und habe krasse Augenringe. Schnipp, so ist es nicht. Ich bin eine wunderschöne, junge, agile, vitale Frau. Ja, dann kommt wieder der Gedanke, ja, aber guck doch mal, was du da siehst. Schnipp. Das ist das, was ich mit meinen alten Vorstellungen und alten Augen gesehen habe. Jetzt sehe ich das, was ich sehen will. Und zwar so lange, bis es sich im Außen manifestiert. So lange mache ich Schnipp, loslassen, korrigieren, bis es sich im Außen manifestiert. Und die wenigsten sind dazu in der Lage, weil es dazu die krasse Überzeugung braucht, die krasse immer wieder dran erinnern, wer ich wirklich bin, was ich wirklich kann, wie ich wirklich kreiere, wo wirklich meine Macht ist. Und wenn du das alleine halt nicht hinkriegst, weil im Außen immer wieder sich Umstände zeigen, die dir ja beweisen, dass deine alte Realität doch so richtig ist. Das ist das einzige Problem. Das ist das allereinzigste Problem, dass du tatsächlich glaubst, wenn im Außen ein Feedback kommt, zum Beispiel eine Ablehnung, du hast dich für einen Job beworben, der kommt nicht. Dass du nicht weißt, wer du bist und dass du nicht weißt und sagst, oh, das waren wohl meine alten Überzeugungen, die diese Realität erschaffen haben, dass ich hier eine Ablehnung oder keinen Job oder diesen Job nicht bekommen habe, obwohl ich den wollte. Dann kann es sein, vielleicht wolltest du den gar nicht. Aber wenn du ihn wirklich, wirklich wolltest, dann musst du halt auch die sein, die den Job bekommt. Und nicht die sein, die den Job nicht bekommt. Weil wenn du als die, die den Job nicht bekommt, 1000 Bewerbungen schreibst, dann wirst du die sein, die den Job nicht bekommt. Wenn du als die, die den Job bekommt, eine Bewerbung schreibst, dann wirst du die sein, die den Job bekommt. Wenn du die bist, die die Kunden bekommt, bist du die, die die Kunden bekommst. Wenn du die bist, die von allen Menschen geliebt und unterstützt werden, dann wirst du von allen Menschen geliebt und unterstützt. Es ist deine Wahl. Ob du loslässt, die alte Scheiße neu anfängst, wie ein neugeborenes Menschenkind mit einem neuen Bewusstsein, wo es nur noch diese Dinge reinlädt, rein kreiert, die sie haben möchte. Und dann darfst du dich halt nicht davon abbringen lassen, wenn deine alte Realität, dein altes Bewusstsein noch ein bisschen Verzug hat. Wenn dein altes Bewusstsein hochkommt, deine alten Überzeugungen hochkommen und von dir verdaut werden wollen, dann verdaust du sie und scheidest sie aus. Du bist ja kein Wiederkäuer. Zeug kommt hoch, du scheidest es aus, weg, dann ist es dort. Und dann gehst du unbeirrt in deine Zukunft mit deinem Bewusstsein, mit deinem Vorstellungen über dich, über die Welt, über deine Kraft, über deine Macht und über deine Power. That's it. Es ist so einfach in der Theorie. In der Praxis ist es schwer, weil du einen Körper hast, der in der Vergangenheit lebt. Dr. Joe Dispenza, ich bringe ihn ab gerne wieder, weil er hat zu Recht, wenn man versteht, um was es geht. Ja? Warum? Du be bigger than your body. Ja, weil du dich nicht beirren und belügen lassen darfst von einem Körper, der noch in der Vergangenheit lebt. Das ist das große Problem. Und was macht dein Körper? Dein Körper fühlt Emotionen auf Basis der Vergangenheit. Der ist langsamer. Und er kann auch ganz schnell sein, der Körper. Aber das Problem ist, du glaubst immer deiner Zukunft und dann glaubst du wieder deinem Körper. Du glaubst deiner Zukunft, dann glaubst du wieder deinem Körper. Plötzlich spürt dein Körper Hoffnung, plötzlich spürt dein Körper Vitalität, plötzlich spürt dein Körper Liebe, Liebe und Begeisterung.
und du denkst, oh, alles ist toll, juhu, juhu, juhu. Du stolperst, reißt dir die Nase auf. Nein, nichts ist toll. Ich habe mir die Nase aufgerissen. Oh mein Gott, schau mal, nichts ist toll. Mein Körper, wieder Schmerzen, alles ist scheiße. Das war nur eine Illusion, dass ich mich so geliebt und so glücklich und so göttlich gefühlt habe. Jetzt bin ich auf die Nase gefallen. Jetzt hat mich die Realität wieder eingefangen. Merkst? So Zeug glaubst du. Du fällst nicht auf die Nase und sagst, la 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 la, ich bin die Göttliche, für mich ist alles super. Ich bin nur mal kurz auf die Nase gefallen. Nein, aber so müsstest du es machen. Und das auf die Nase fallen ist ja nur ein Sinnbild. Und jedes Mal wieder loslassen. Alle Gedanken, alle Beurteilungen, die du hast, was es bedeutet, auf die Nase gefallen zu sein, loszulassen, aufzustehen. So, la 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 la, ich gehe wieder in meine schöne Zukunft. Ich gehe wieder dahin, wo es schön ist, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Und ich weiß, dass da noch mehr Schönes kommt. Und das ist mein normaler Seinszustand. Und wenn ich auf die Nase falle, dann ist es ein Ausrutscher. Aber ich mache es nicht zum normalen Seinszustand. Kompletter Shift. Was ist normal für dich? Was ist dein neues Normal? Aber das musst du dir auch erstmal kreieren. Und das kreierst du eben aus deiner Göttlichkeit heraus, aus deinem wahren Ich, aus deiner Wahrheit heraus, schaffst du es immer mehr und mehr, den alten Scheiß dort zu lassen, wo er hingehört. Nämlich in das, ich lege keine Aufmerksamkeit darauf. Und wenn mir einer die Aufmerksamkeit wieder vor die Nase schiebt und sagt, ja, aber gestern hast du doch gesagt, bla bla bla. Dann sagst du, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Heute ist alles anders. Da musst du halt auch den Mut haben, dafür und für dich und für deine neue Realität einzustehen. Und nicht dich wieder zurückziehen lassen, weil irgendeiner behauptet, dass du ja mal eine andere gewesen bist. Dann darfst du da hinstehen und sagen, ist mir scheißegal, ich weiß jetzt, wer ich bin. Und aus dieser Wahrheit heraus kreiere ich mein Leben. Und dann musst du damit rechnen, dass also, die, was macht denn die, was traut denn die sich? Sieht die denn nicht, wie schlimm unsere Realität ist? Sieht sie denn nicht, wie elend es ist? Weiß sie denn nicht, wie unser Bankkonto und unsere Finanzen aussehen? Dann musst du sagen, interessiert mich nicht. Ich gehe in eine neue Zukunft, wo die Fülle und die Freude herrscht. Ich erlaube es mir, weil ich dazu gemacht bin. Ich bin ein Schöpfer und ich schöpfe jetzt das, worauf ich Bock habe und nicht das, was sie die ganze letzte Zeit gemacht haben. Ich weiß, dass es schwer ist. Es ist ja schon super schwer, überhaupt die Ernährung deiner Familie umzustellen. Wenn du bis jetzt irgendwie, keine Ahnung, jeden zweiten Tag Pizza gemacht hast, eigentlich das Gefühl hast, ich habe keinen Bock mehr auf jeden zweiten Tag Pizza, bis die anderen sich angleichen und sagen, es ist okay, wenn es nicht jeden zweiten Tag Pizza gibt, finden wir auch klasse. Das musst du halt durchsetzen. Du musst deine neue Werte, deine neue Realität durchsetzen. Und dazu musst du eben die fucking alte Pizza loslassen. Dann gibt es jetzt halt keine Pizza mehr. Und wenn alle nach Pizza schreien, sagst du, nein, es gibt keine Pizza mehr. Wie schwer ist denn das? Es braucht einfach eine Entscheidung, immer wieder. Aber wenn du denkst, oh, die mögen mich nicht, wenn ich jetzt keine Pizza mehr mache. Die denken, ich spinne, wenn ich keine Pizza mehr mache. Bla, bla, bla. Das ist alles nur sinnbildlich gesprochen, damit du es verstehst. Weil es im Kleinen genauso ist wie im Riesengroßen. Es gibt keine Pizza mehr. Ist genauso wie, es gibt keine Armut mehr. Es gibt keinen Geldmangel mehr. Fertig, ich stehe nicht mehr dafür zur Verfügung. Es gibt keine selbstzerstörerischen Gedanken mehr über mich. Es gibt keine schlechten Rückschlüsse mehr über mich. Es gibt keine Beurteilung mehr. Es gibt keine Aburteilung mehr über mich. Schluss jetzt damit. Ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich setze mich in meinen Stuhl, in meine Kraft, in meine Power und ich nutze sie. Und das musst du lernen. Lernen, lernen, lernen. Und meine Teachings helfen dir, das zu verstehen.
Und meine Coachings, meine Masterminds helfen dir, es zu verinnerlichen. So einfach ist es. Du kannst hier ewig gratis konsumieren und nicht investieren. Und es ist genauso, wie wenn du Fußball klotzt vor dem Fernseher. Du kennst alle Regeln, du weißt, was wer darf, du weißt, was ein Foul ist. Du weißt alles und du sitzt vor der Glotze und glotzt Fußball. Aber jetzt fordere ich dich auf, dass du aufs Fußballfeld gehst und Fußball spielst, weil es eine ganz andere Perspektive ist, weil du eine ganz andere bist, ob du Fußball glotzt und alles weißt und schreist und fanst und den Schiedsrichter runtermachst oder ob du selber auf dem Feld stehst. Und ich fordere dich auf, dass du auf das Spielfeld des Lebens stehst und dass du aus deiner Beobachterposition und Analytikerposition herauskommst und dass du anfängst, in diesem Spiel des Lebens auf dem Spielfeld zu spielen und nicht mehr dieser passive Konsument bist, der allen die Ratschläge gibt, wie sie zu spielen haben und dir dabei wünschtest, dass du auf dem Spielfeld stehen könntest, aber du musst dich dort selber hinstellen. Du musst die Glotze ausschalten und dich auf das Spielfeld des Lebens begeben und anfangen, den Ball zu kicken. Und wenn du 100.000 Mal nicht ins Tor triffst, irgendwann mal kommt der Moment, wo du weißt, wie man ins Tor schießt und dann schießt du nur noch ins Tor. Und genau darum geht's. Genau darum geht's. Und genau das haben die Frauen, die in dem Mastermind sind, entschieden für sich. Und ich feiere sie, ich feiere sie. Und ich kriege immer wieder noch Anfragen, oh, so viel Geld, so viel Geld. Ich muss dir eins sagen, geh mal ein bisschen auf Facebook gucken, wie viel Geld du da noch investieren kannst in Coachings, die dir sagen, dass du scheiße bist und dass du falsch bist und dass du etwas besser machen musst. Ich sage es dir nicht. Ich sage, du bist perfekt, du musst es einfach nur wissen. Und du musst anfangen, aus dieser Perfektion und aus diesem Wissen heraus, was du wirklich bist, anfangen, das Spiel des Lebens zu spielen. Das sage ich dir, dafür ermutige ich dich. Aber ich setze dich auf keinen Fall irgendeinem Gedanken und einer Überzeugung aus, dass du etwas lernen musst, was du nicht kannst. Ich sage dir nur, du musst aufhören, die Dinge zu tun, die du dir antrainiert hast und anfangen, die Dinge zu tun, die du auch kannst, stattdessen. That's it. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, du spürst die Liebe in meinen Worten, weil ich selber so, so, so sehr gelitten habe, weil ich selber so gefangen mich gefühlt habe, weil ich selber mich so fremd gesteuert, so kaputt gemacht, so runtergemacht, so lieblos gefühlt habe und nicht wusste, woran es lag und nicht wusste, wie ich da rauskomme und alles ausprobiert habe. Sag mir irgendwas, welchen Heiler, welche Modalität, welches Buch? Ich habe alles gelesen. Aber wie man auf dem Feld Fußball spielt, hat mir keiner beigebracht. Und ich bin nicht böse deswegen. Aber ich glaube einfach, weil niemand sich bewusst war, dass ich, wenn ich auf dem Feld, ich auf dem Feld Fußball spiele, dass ich dort lernen muss, mit diesen Niederlagen umzugehen, die auf dem Feld passieren. Und nicht mich darstellen muss als eine, die immer super Fußball spielt. Nein. Aber ich weiß, dass ich auf dem Feld bleiben muss, um Fußball zu spielen. Ich weiß, dass ich hier mit meinen Gedanken in dieser Richtung bleiben muss, um Fußball zu spielen. Ich weiß, dass ich nicht einfach aufhören kann, Fußball zu spielen, wenn ich im Spiel, im Fußballspiel des Lebens mitspielen möchte, weil ich dazu hier bin, um Sachen zu kreieren. Erfolge, Freude, Freunde, Geld, Luxus, alles, was sich gut anfühlt. Dazu soll ich mich qualifizieren, in diese Welt zu bringen. Und dazu muss ich üben. That's it. Also, ihr Lieben, wenn ihr später dazugekommen seid, schaut es euch von Anfang an. Schaut es immer bis zum Schluss an. Es ist wichtig, gerade in dieser heutigen Zeit,
diese Message zu verinnern und sich nicht im Außen zu spiegeln. Das ist alte Suppe. Das ist nicht das, was du kreieren sollst. Also, ich bin hier, du kannst mich ankontaktieren. Wir haben eine Session gehabt am Mittwoch vom Mastermind, es gibt die Aufzeichnung. Am Sonntag geht es weiter. Du hast zwar den Superpreis verpasst, nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Superpreis. Es ist immer noch ein Superpreis. Geh mal ein bisschen recherchieren. Es ist ein Superpreis. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüss.